bin hier gerade auf der Rooftop-Terrasse von unserem Hotel, von unserer Unterkunft. Ist ein Homestay hier in Berastagi und die Gegend hier ist bekannt für diesen Berg hier. Diesen Berg. Ist ein Vulkan, also noch aktiver Vulkan sogar, und wo man hochgehen kann. Und das werden wir jetzt heute machen. Vulcano? Vulcano, ja. Ich glaube schon. Ja, das ist da. Und der fährt jetzt hoch bis zum Einstieg zum Vulkan. Bis zur Endstation gefahren. Jetzt können wir so eine Straße entlang laufen, durch den Wald. Man kann sich auch noch mal hochfahren lassen, das sind 4 Kilometer weiter. Das kostet dann 6 Euro für den ganzen Bus. Also wenn man mehrere Leute ist, kann man das natürlich teilen. Oder man läuft das halt einfach eine Stunde hoch bis zum Eingang, wo dann quasi der Vulkan beginnt, der Vulkan Trail. Und wir dachten auch, wir hätten schlechtes Wetter und Nebel, aber es sieht einfach so gut aus gerade. Die Sonne scheint so ein bisschen, aber auch nicht zu stark. Ja, so angenehm. Ist optimal. Und da geht's jetzt hoch. So, wir sind jetzt am Eingang angekommen vom Trail zum Sibajak. Vulkan. Vulkan. So sieht es aus. Und so sieht das aus. Ja, das ist schon heftig hier. Wie viel Müll. Und ich meine, das ist ja noch wenig im Vergleich. Hier müssen wir uns jetzt noch registrieren, damit wir nicht verloren gehen. Und Eintritt müssen wir natürlich auch noch bezahlen. 20.000. So, bis jetzt war es nur steil und jetzt wird es noch steil und steinig. Wir sind jetzt am richtigen Eingang, oder? Am Beginn des Trails, kann man mal sagen, oder? Ja. Da qualmt jetzt einfach schon. Ja, ab hier stinkt es jetzt, ne? So, ab hier hört man schon richtig den Vulkan. Da vorne ist es blutig, oder? Guck mal. Das sieht so krass aus. Ah, hier sind Leute am Zelten gewesen. Ja, die da vorne sind mutig, weil die machen ein Selfie direkt wo die Gase rauskommt. Ja, da gehen wir jetzt auch gleich hin. Bis gleich am Schlucht der Hölle. Das ist echt heftig laut. Ich glaube nicht, dass man da reinfassen sollte. Das ist einfach so laut, oder? Krass. Der Kontrast ist so heftig. Von hier alles so tot und karg. Und da unten ist einfach noch grüner Regenwald. Ich habe auch gedacht, hier wären voll viele Menschen. So, es geht voll klar. Jetzt überlegen wir noch, ob wir hier noch hochlaufen sollen. Okay, hat sich auf jeden Fall mega gelohnt, hier hochzugehen. Die Aussicht ist echt geisteskrank. Ja, guck mal, die
Wolken hier, wie die da versuchen, über den Kamm zu kommen. Noch Schwefelgas. Ja, das habe ich auch gefragt, ob es Gase sind. Also, wir sind jetzt hier mal ein Stück runtergelaufen und haben gemerkt, dass es wird immer steiler. Es soll eigentlich ein Weg sein zu den Hot Springs. Aber wir haben uns jetzt entschieden, wieder umzudrehen, weil es zu heftig wird. Ah, das muss nicht sein. Zurück nach Medan, voll nice, wir haben so einen richtig guten Bus hier erwischt, die sind richtig neu und alles.